In den letzten Wochen und Tagen des Zweiten Weltkriegs näherten sich die amerikanischen Truppen Nandlstadt. Es war die 7. Armee unter Leutnant General Alexander McCarroll Patch. Mutige Nandlstädter errichteten in Großgründling einen Vorposten, um die freiwillige und friedliche Übergabe des Marktes zu signalisieren. Als Zeichen dazu spannten sie ein großes weißes Leintuch. Am Sonntag, den 29. April 1945, gegen 13 Uhr, erreichten die ersten amerikanischen Panzer Großgründling. Und tatsächlich konnte Nandlstadt ohne Schusswechsel übergeben werden. Was weiß man eigentlich genau über den Tag der Befreiung Nandlstadts durch die US-Armee? Eine Quelle, die mit am eindrücklichsten über die letzten Kriegs- und ersten Friedenstage und Wochen, vor allem im ländlichen Raum, berichtet, sind die sogenannten Einmarschberichte. Das Erzbistum München und Freising beauftragte im Juni 1945 alle Geistlichen in ihrem Bistumsgebiet, dass sie Berichte einsenden sollten. Herausgekommen ist eine detaillierte Schilderung über die Zustände vor Ort, die Zustände der kirchlichen Gebäude, aber auch der Seelsorge und allgemein über das Gemeindeleben. Der Bericht, den der Nandlstädter Pfarrer Max Hertle am 21. Juli 1945 einsandte, fiel verhältnismäßig karg aus. Zitat: Erstens, Schäden von Fliegerangriffen, Fehlanzeige. Zweitens, es gelang angestrengtem Bemühen, die SS zum Abzug zu bewegen. Der Einmarsch, richtiger die Durchfahrt der Amerikaner, vollzog sich ohne Kampf. Also keinerlei Gebäudeschaden und Verluste an Menschenleben. Geistliche und Klosterleute hatten keinerlei Belästigung. Die Gottesdienstordnung wurde nicht gestört. Es wurde ein Gelöbnis mit der Bitte um Schutz zum heiligen Bato gemacht. Am Pfingstmontag war feierliches Dankamt. Drittens, schon in der Nacht vor dem Einzug der Amerikaner wurden Lebensmittel etc. verteilt. Es hieß aus Heeresbeständen und war mysteriös. Zitat Ende. Ein Anstelle Zeitzeuge erinnerte sich, dass die amerikanischen Truppen durch nun befreite französische Kriegsgefangene die Arbeitsdienste in und um Nandlstadt leisten mussten, begrüßt wurden. Einige Häuser in Nandlstadt wurden durch die US-Armee beschlagnahmt und man quartierte dort amerikanische Soldaten ein. Es ist davon auszugehen, dass auch die Häuser in Nandlstadt durchsucht wurden, zumindest einige von ihnen. Man suchte dort eben nach sich versteckenden deutschen Soldaten oder versteckten Waffen. In Baumgarten war die Situation ruhig, wie der Expositus Michael Winner berichtete. Zitat: Vom Einmarsch der Amerikaner merkte man hier fast nichts, da die amerikanischen Panzer das Expositurgebiet kaum berührten. Zitat Ende. So glimpflich wie die Einmarschberichte von Nandlstadt und Baumgarten die Befreiung durch die US-Armee beschrieben haben, verlief es nicht in allen Orten in der Umgebung. Mancherorts hielten sich vehement SS-Anhänger, sodass die Alliierten das Feuer eröffneten, wie in Moosburg. Zurückweichende SS-Soldaten sprengten dann auch die Isarbrücke in Moosburg. Die Filmaufnahmen hier vom 30. April 1945 zeigen US-amerikanische Generäle am Isarufer in Moosburg vor der zerstörten Brücke, nur einen Tag nachdem sie Moosburg befreit hatten. Was passierte in den Tagen danach? Von Nandlstadt und Baumgarten wissen wir darüber nur sehr wenig. Der Expositus der Pfarrkuratie Baumgarten, Michael Winner, schrieb dazu in seinem Bericht, dass sich der Übergang vom Krieg zum Frieden ohne nennenswerte Zwischenfälle vollzogen habe.
Sicher ist, dass es in der gesamten Gegend zu Plünderungen kam. Doch innerhalb von wenigen Tagen und Wochen schaffte es die US-Armee, die amerikanische Militärregierung und Militärpolizei, wieder öffentliche Sicherheit herzustellen.